Die Welt dürstet nach Konflikten. Schnappt sie euch! In Zeiten, in denen wir mit unseren Herzen kämpfen, verwundet und blutend. Nur in solchen Zeiten weiß man, dass man am Leben ist. Aber jetzt tun alle so, als ob sie darüber stehen. Das Fundament der jetzigen Welt sind armselige Konzepte von Banden und Verbindungen. Alles ist lediglich um die Erinnerungen herum aufgebaut, die bisher gesammelt wurden. Das bedeutet, die Welt basiert auf Erinnerungen. Aber was würde mit der Welt geschehen, wenn es diese Dinge nicht mehr gäbe? Genau, die Leute tun das, was sie immer getan haben. Ich werde diese Welt verändern. Payne, der ehemalige Anführer von Amegakure, starb, bevor er seinen Traum verwirklichen konnte. Ich habe seinen Willen geerbt und werde die Herrschaft der Stärksten durchsetzen. Eine Welt, in der die Stärke regiert, ist die Zukunft. Ich werde ein Gott werden und auf ewig mit meiner Macht regieren. Und aus diesem Grund brauche ich eure Hilfe. Wir müssen die fünf Nationen vernichten, die fünf Kage zerstören und mit ihnen alle, die sie unterstützen. Ich erwarte von euch allen große Taten. Und nun, lasst die Spiele beginnen. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich dachte mir, dass sowas passiert. Willst du mich immer noch aufhalten? Ja, will ich. Es ist meine Pflicht. Los geht's.
Kraft der himmlischen Hand. Los geht's. Jetzt. Jetzt. Los geht's. Hier entlang. Jetzt. Hier entlang. Los geht's. Los geht's. Jetzt. Jetzt. Los geht's. Jetzt. Los geht's. Jetzt. Wie ärgerlich. Los geht's. Jetzt. Jetzt. Nur. Wie ist es dazu gekommen? Der Anfang war ganz unauffällig. Wir haben es nach Konoha geschafft. Die Mission ist erfüllt. Das ging schneller als gedacht. Tja, es ist doch leicht, Katzen zu fangen. Anscheinend wurdest du gekratzt. Ach ja? Ich kann mich nicht erinnern. Du wirst langsam vergesslich. Konohamaru-Sensei, können wir für heute Schluss machen? Es gibt keine Missionen mehr. Okay, das war's für heute. Gute Arbeit, Leute! Moment mal. Entschuldige, Konohamaru-Sensei. Ja. Was ist los? Was meinst du? Du scheinst es eilig zu haben, nach Hause zu kommen. Ist alles in Ordnung? Das neue Spiel, das ich bestellt habe, sollte da sein. Spiel? Im Ernst? Ist es etwa Ninja Heroes? Woher weißt du das? In der Ninja-Welt ist dieses Spiel gerade echt beliebt. Ja,
ich musste ewig suchen. Aber endlich habe ich es. Du liebst deine Spiele aber auch wirklich, oder? Nein, nein. Dieses Mal tue ich etwas für Himawari. Was meinst du? Da, schau. Es gibt eine neue Kampagne bei Ninja Heroes. Dies ist eure Chance auf eine super seltene Replik der Halskette, die der siebte Hokage trug, als er jung war. Tauchen wir ab in die Welt von Ninja Heroes. Boruto, Papas Halskette. Eine Halskette? Mutter, hat Vater so etwas getragen? Jetzt trägt er sie nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass er früher die Halskette trug, die er vom fünften Hokage erhalten hat. Eine Replik der alten Kette. Unglaublich. Auf was Spielefirmen alles achten? Ach. Was? Wenn du willst, kann ich dir so eine beschaffen. Wirklich? Ja, überlass es mir. Also, Mutter, kann ich bitte für Himawari das neue Spiel kaufen? Bist du sicher, dass es nicht für dich selbst ist? Nein, es ist für Himawari. So war das also. Also gut, ich schätze, dann ist es für Himawari. Ja, und genau aus diesem Grund muss ich das Spiel spielen. Wie meinst du, dass du musst? Du lächelst. Naja, ich muss los. Bis dann, Sarada, Mitsuki. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Das ist also Ninja Heroes? Gut. Zuerst stelle ich sicher, dass ich eine Netzwerkverbindung habe. Ja, kein Problem. Dann... Ich verstehe. Man muss einen Namen wählen, der im Spiel verwendet wird. Ach, mein Name sollte reichen. Jetzt suche ich meinen Avatar aus. Sasuke hat ein cooles Bild. Aber ich nehme lieber ein altes Bild von meinem Papa. Ich sollte wohl auf diese Tasten drücken, um den Rest auszuwählen. Und das war's schon. Jetzt geht der Spaß los. Starten wir das Spiel. Oh, wow, Wahnsinn! Das ist also die virtuelle Welt von Ninja Heroes. Oh. Wow, ich sehe aus wie mein Papa. Das ist zwar irgendwie schräg, aber lustig, spannend. Mal sehen, wohin gehe ich zuerst und was soll ich tun? Wo kann ich hier kämpfen? Nanashi, hat ein neuer Event begonnen? Momentan gibt es noch keine neuen Events. Wie, keine neuen Events? Dann erledigen wir jetzt freie Missionen. Ist das der Anleitungscharakter in dem Spiel? Hey! Hallo, ich bin Nanashi. Ich sage euch alles zu Events. Momentan gibt es noch keine neuen Events. Ah, schon gut, das interessiert mich nicht. Könntest du mir einfach sagen, was Anfänger tun sollen? Anfänger sollten Seite 13 im Handbuch lesen, bevor sie das Spiel beginnen.
Ich will doch kein Handbuch lesen. Warum sagst du es mir nicht einfach? Anfänger sollten Seite 13 im Handbuch lesen, bevor sie das Spiel beginnen. Okay, also eigentlich will ich nur die Grundlagen wissen. Anfänger sollten Seite 13 im Handbuch lesen, bevor sie das Spiel beginnen. Ach, komm schon, sag es mir einfach. Du weißt doch genau, was auf Seite 13 steht. Du gibst nicht auf. Hä? Tja, ich bin hier nur die Event-Navigatorin, weißt du? Ich rede nicht mit Anfängern. Warum so unfreundlich? Weil du so hartnäckig bist. Weißt du, es liegt nicht nur an dir. Die ganze Ninja-Welt ist nicht hart genug. Warum hakst du nicht selbst nach, bevor du jemanden fragst? Komm schon, ich bin ein Anfänger, hilf mir! Es spielt keine Rolle, ob du ein Anfänger bist oder nicht. Du willst es dir nur leicht machen. Wie auch immer, wenn du so sehr darauf bestehst, könnte ich vielleicht etwas von meiner wertvollen Zeit darauf verwenden, es dir zu erklären. Okay, ich werde es selbst herausfinden. Sag mir wenigstens, wo ich kämpfen kann, ja? Na los, bitte! Ganz ehrlich. Na schön, du bist verdammt hartnäckig. Ich tue dir einen besonderen Gefallen und führe dich herum. Ich danke dir, wirklich. Wo bleibst du? Du bist so schnell verschwunden. Dir stehen hier viele verschiedene Missionen offen. Nimm die an, die dich interessieren. Aber ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Moment mal! Was? Wie ich schon erwähnte, ich bin Anfänger. Also, hast du irgendwelche Kämpfe, die für Einsteiger geeignet sind? Sowas gibt's hier nicht. Du hilfst doch anderen, sich hier zurechtzufinden. Heißt das, du kennst dich auch mit dem System dieses Spiels aus? Könntest du vielleicht einen einfacheren Kampf für mich arrangieren? Ich habe ja schon vielen Spielern gegenübergestanden, aber keiner war bisher so dreist wie du. Der Anfang ist entscheidend. Weißt du, ich will dieses Spiel wirklich genießen. Du bist so nervig. Okay. Du wirst mich vermutlich weiter nerven, wenn ich Nein sage. Also bereite ich einen Kampf vor. Als besonderen Gefallen für dich. Gut! Na dann mal los! Und? Wie sieht's aus? Willst du anfangen? Klar! Ich freue mich schon drauf. Ja. Wahnsinn! Das ist so realistisch! Sharingan! Ja.
Ich glaube, ich verstehe endlich, wie diese Kämpfe funktionieren. Ich habe wirklich keine Lust mehr, dir zu helfen. Kapiert? Ja, ich versuche es dann später allein. Endlich frei. Du bist wirklich lustig. Was? Naja, du hast mir geholfen und sogar einen Kampf für mich arrangiert. Vielen Dank. Schräger Vogel. Puh. Das Spiel war viel besser, als ich erwartet hatte. Ich muss Shikadai und den anderen davon erzählen. Bruderherz! Das Essen ist fast fertig. Komm runter! Ja, ich komme! Oh. Ich muss wohl kurz die Augen zumachen. Wo ist Papa? Er sagte, er hätte heute viel zu tun. Schon wieder?